Wieselburg ist eine Stadt der freiwilligen Helferinnen und Helfer. Und genau diese brauchte es in den letzten Jahren auch. Am Winzergelände veranstaltete die Stadt Wieselburg Mitte August deshalb eine Ehrungsfeier. Ein Dankeschön, welches bei den Freiwilligen gerne angenommen wurde. Das tut der ganzen Mannschaft gut. Das freut uns. Die sind jetzt dran gekommen, unsere Mannschaft. Wir haben viele Stunden leisten müssen für das. Für uns ist es einfach ein Balsam für die Seele, sage ich mal, auch für die Mannschaft. Ne? Wenn man da von der Bevölkerung oder von der Öffentlichkeit einmal ein Danke hört. Weil es gut tut und vielleicht motiviert man dann auch andere Leute. Also ich glaube, es schadet nicht. Wenn man dann wirklich mal die Meldung zurückkriegt oder was von der Bevölkerung, dass die Bevölkerung sich auch darüber gefreut oder was für den freiwilligen Einsatz darüber. Es ist nicht selbstverständlich, dass man Freizeit opfert. Es ist nicht selbstverständlich, dass man Verantwortung übernimmt. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man um jede Tages- und Nachtzeit vom Bett ausgerissen wird, das war ein anderer, wie von Christbaum da gerissen wird und für andere da ist. Und darum ist ganz wichtig, dass man uns auf unsere Feuerwehr schaut und dass wir für ihn auch mal da sind und einmal Danke sagen. Danke sagen ist insofern wichtig, weil hier so viele freiwillige Helferinnen und Helfer Zeit und Kraft und Nerven investiert haben. Und dann muss einmal der Zeitpunkt da sein, wenn man sagt Danke und man sich zusammensetzt, gemütlich, was isst und trinkt und einfach sagt, okay, gut ist gegangen, wir haben miteinander etwas geschafft. Bei den Hochwasserkatastrophen in den letzten 2 Jahren kamen die Feuerwehren aus Wieselburg, aber auch Mannschaften aus der Umgebung zum Einsatz. Kompetente Hilfe ist in Krisenzeiten gefragt und da sage ich ein herzliches Dankeschön, ein kräftiges Gut wie an alle Kameraden. Das funktioniert nirgends so gut wie bei uns. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Neben den Feuerwehren der Region gab es auch Auszeichnungen für die ausgeschiedenen Gemeinderäte sowie für Jugendliche mit abgeschlossenen Ausbildungen. Die Blasmusikkapelle Wieselburg und die Gastkapelle Feldbach umrahmten das herrlich angerichtete Festessen musikalisch. Auch die Helfer der Teststraßen und Rettungsdienste wurden herzlich empfangen. Die Corona-Krise wurde dank vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer, das beginnt beim Einkaufsservice und hört auf beim Testen, insofern bewältigt, dass wir es geschafft haben, uns so gut es ihnen gegangen ist, unter den Rahmenbedingungen selbst zu organisieren. Und da werden wir heute noch einiges dazu sagen können. Mit einer Grillerei, bewirtet vom Brauhaus, fühlten sich die Gäste sichtlich wohl. Gefeiert wurde bis in die Nacht hinein. Besonders freuen durften sich die Gäste am Samstag. Direkt im Anschluss fand nämlich am angrenzenden Messegelände die Nacht der Ballone statt. Wieselburg ist eine Stadt der freiwilligen Helferinnen und Helfer. Die Stadtgemeinde Wieselburg ist stolz darauf und das Bedanken wird hochgehalten.